Brennung. Zündung. Abheben. Haha. Ich hab gewusst, dass es funktioniert. Viel Glück euch, Jungs. Ah, hi Freunde der Lüfte, ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Aber ja, wir sind gerade in Stardust. Ja. Wie schon vor zwei Folgen. Einer Folge. Ne, vor zwei. Doch, Folge 30. Genau. Es ist Blödsinn, nach Messos zu gehen, weil wir da nicht so hoch fliegen können. Für die aufmerksamen Zuschauer, die wissen das auch. Als wir im Messos waren, konnte ich nicht so hoch fliegen. Warte mal, Münzen. Mal kurz checken. Lol, da ist ein Stein geflogen gekommen. Im Messos haben wir alle, okay. Gut sein. Tempeleingang. Ja, das sind alles Verstecke. Toll. Da ist noch irgendwas, glaube ich. 1 Option System. Ach da. Ja. Naja. Deswegen. Ja, du. Lass mich bloß in Ruhe, ohne Witz. Also nach Messos gehen und versuchen hochzufliegen, das bringt nichts. Braucht man Hilfe. Beziehungsweise wir wissen gar nicht, wo das bei Messos in der Mesosphäre ist. Das ist andere Probleme. Lol. So, gehen wir mal da rein. Hm? Otos, warum bist du hier? Du solltest doch evakuiert sein. Die Piraten könnten jeden Moment angreifen. Der Professor hat recht. Ebenfalls wurde gesichtet, dass die Landmassen sich auseinander bewegen. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Welt. Wir bräuchten etwas Hilfe, Professor. Wir verfolgen jemanden, der wohl möglicherweise den Schlüssel zur Rettung von Valley hat. Wirklich? Wer? Das wissen wir nicht. Wer auch immer es war, verschwand über die Mesosphäre, bevor wir ihn fangen konnten. Otos kann nicht so hoch fliegen. Gut, vielleicht könnten wir euch helfen, da hochzukommen. Aber weshalb sollten wir? Das letzte Mal, als ich euch geholfen hatte, ging einiges schief. Bitte! Wir müssen etwas tun. Wer auch immer da oben ist, der hat alle drei Relikte. Drei Relikte? Du meinst die Hexrelikte? Ihr habt davon gehört. Dann wisst ihr ja, dass wir euch nichts vormachen. Über was reden die da, Professor? In Ordnung, Otos und Getty. Lasst uns einen Test machen. Wer auch immer es war, wenn er über die Mesosphäre hinausgegangen ist, dann muss er ja irgendwo hingegangen sein. Wir sollten mit meiner Maschine imstande sein, jegliche Landmasse da oben ausfindig zu machen. Wenn es da oben nichts zu finden gibt, gibt es keinerlei Gründe, euch zu glauben. In Ordnung, dann legt los und überprüft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr was finden werdet.
Gut, würdest du dir das mal anschauen? Sie haben recht. Unglaublich, eine Struktur in Mesos. Wie kann da in so einer Höhe überhaupt was gebaut worden sein? In Ordnung. Ich kann euch helfen, darauf zu kommen. Aber es wird ein gefährlicher Flug. Wenn ihr wirklich gehen wollt, dann solltet ihr euch vorbereiten. Seid euch sicher, dass ihr alles erledigt habt, was ihr tun wolltet. Ihr werdet für eine Weile nicht mehr zurückkommen können. Ja, da staunt der Otus noch richtig heftig. Ja, das Problem ist, um wirklich alles zu erklären, ich müsste überall nochmal durchrushen und die Münzen sammeln. Da ist eben noch ein verstecktes Item. Da gibt es noch, glaube ich, 3 Dinger, wo man sammeln muss. Dann die Münzen, also diese Eulenmünzen natürlich. Für diese Stellen da, wo man sie einfügen muss. Ah ja. Es wird alles zu lange dauern. Deswegen würde ich sagen, es ist halt schade um die Erweiterung für Alphonse. Ist echt schade drum. Besonders die andere Erweiterung, die wahrscheinlich für Twig zählt. Ja, würde ich sagen, wir gehen da mal rein und gucken, was passiert, ne? Oder? Geht das? Das ist doch was, oder nicht? Oder ist es einfach nur ein Haus? Ja, wo sind die? Sollte doch hierher kommen. Hallo? Was? Eine riesige Struktur über den Himmeln. Nahezu wünsche ich mir, mit dir mitkommen zu können, Otus. Es muss wirklich eine Sehenswürdigkeit sein. Bereit zu gehen, Kleiner? Ah. In Ordnung, ich treffe dich dann draußen. Darauf habe ich schon gewartet. Okay. Nun, das sind wir. Vergiss nicht, da gibt es kein Zurück mehr. Bist du dir sicher, dass du dafür bereit bist, Otus? Oh Mann, ja, das ist halt echt blöd, weil ich echt nicht alles hab und oh. Ja, komm. Wir sind jetzt eh kurz vorm Ende, auf jeden Fall. Und ja, was sollen wir jetzt groß noch machen? Gut. Entschuldigt uns. Wir würden alle gerne mitkommen, Madame Canel. Ganz genau. Otus Freunde, nicht wahr? Wartet eine Sekunde. Seid ihr nicht... Nicht jetzt, Professor. Alphonse ist ein Pirat und ich hatte hier für Ärger gesorgt. Aber wir sind hier zum Helfen. Ja, kein Bedarf. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzukommen. Da alle da sind, können wir ja nun loslegen. Ja. In was werden wir denn reisen? Oh, ihr werdet sehen. Professor, ist alles bereit? Ja. Der Radar hat uns einige Koordinaten zum Anpeilen gegeben, also sollten wir es schaffen. Möglich durch Ihre erfinderische Arbeit, Kennel?
Ausgezeichnet. Oh, wahrscheinlich sollte ich es wiederholen. Das wird gefährlich. Sollten wir Asio und die anderen Dorfbewohner holen? Dann sehen sie euch abheben. Ich glaube eher nicht. Die könnten uns möglicherweise aufhalten wollen. Ich glaube nicht, dass wir bei der Auseinandersetzung dabei sein wollen. In Ordnung. In diesem Falle ist es nun Zeit, an Bord zu gehen. Bord? An Bord von was? Meint ihr dieses große Gebäude da? Ja. Geht rein. Wir werden in diesem Ding reisen. Es sieht so aus, als könnte es sich nicht mal bewegen. Ruhe, ihr Narren. Ihr seid dabei, Zeuge meines wahren Genies zu werden. Jahrelange Arbeit werden in diesem Moment alles auf den Punkt bringen. Geht rein! Macht es besser, bevor sie ihre Meinung ändert. Schnell jetzt! Es ist an der Zeit. Bereitet euch vor. Alle Systeme sind startklar. Trennung. Zündung. Abheben. Haha. Ich hab gewusst, dass es funktioniert. Viel Glück euch, Jungs. Oh nein! Otus, geht's dir gut? Oh Mann, ich hab mir gerade echt Sorgen gemacht. Bist du in Ordnung, Mann? Kannst du fliegen? Hä? Hast du dir irgendwas gebrochen? Nein, das glaube ich eher nicht. Die Luft hier ist ziemlich dünn. Zu dünn, um hier zu fliegen. Oh Mann, das heißt, wir hängen ja fest? Nicht ganz, wir sollten uns hier umschauen. Kommt erstmal zu Atem, Meister Otus. Getty, Twig, lasst uns umsehen. Ja, Sir. In Ordnung. Nee. Hier können wir nicht fliegen. Ja, tatsächlich. Die Luft ist einfach zu dünn, da kann ich nicht mehr fliegen. Oh, das ist schon heftig. Hey, versteckt. Ja.
Oh, der Arme. Und dann guck mal kurz rein, was hier gibt. Was sind wir eigentlich? Oh, das muss auch so eine Art Eulentempel sein. Das ist typisch für Eulen, die Bauten hier. Gott, wie weit geht's denn hier noch hoch? Ja, das ist eine ganze Feste. Ich schätze mal, hier drinnen versteckt sich der Fremde. Aber wie kommen wir rein? Oh. Ja gut, wie wir hier reinkommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut in die Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.